Hallo, Hallöchen bei Dragon Quest. Ach, die Reise des verwunschenen Königs. Ja, ich hatte eigentlich gesagt, dass ich ein bisschen level, aber ich habe ein bisschen hier bei dem Schloss gelevelt. Bin ins Schiff eingestiegen und das Schiff liegt ja hier vorne. Kann man jetzt schlecht sehen. Genau unter uns an. Bin eingestiegen und war genau direkt neben der Insel. Und da dachte ich mir, bevor ich da alleine drauf gehe und irgendwas nicht zu Bescheid zu geben, weil. Kann ja was verpassen. Gehen wir da gemeinsam drauf. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen Material gefarmt. Beziehungsweise, naja, Material nicht gefarmt, sondern ein bisschen mit dem Alchemiekessel gemacht. Habe unter anderem den weißen Schild gemacht, der Feuerangriffe 10% senkt. Das heißt, man kriegt 10 Punkte weniger Schaden. Und sonst eigentlich nicht. Momentan mache ich dann halt Arzneien von dem ganzen Zeug, was ich noch habe. Da ist schon wieder die nächste Arznei fertig. Und ich wollte eigentlich nur da reingehen und gucken, was da ist. Und vielleicht sind da starke Monster, wir sterben. Oder es sind schwache Monster, wir kommen da ganz gut locker durch. Das werden wir gleich herausbekommen. So, starten wieder. Ich habe noch nicht viel gemacht. Bin jetzt so eine Stunde am Kämpfen schon, dass ich ein bisschen wieder zusammenbekomme, weil ich meine ganzen Truppen oben einmal zerstört habe im Neos. Und jetzt wollte ich hier rein. Und schauen, was hier drin ist. Guck. Okay. Anscheinend nichts. Sehr gut. Das wollte ich auch nur gucken. Wir können mal auf die Karte gucken. Ach, hier habe ich noch keine Karte für, ja. Ich muss erst auf See. Und dann schauen wir mal. Ja, oben haben wir eigentlich alles gemacht. Natürlich kann jetzt die Insel sein, wo wir jetzt, wenn wir die hinter uns haben. Die große hier. Dass die. Warte mal. Oder muss ich noch. Ist das die jetzt? Oder. Ja, die. Das ist das hier. Fahren wir auch noch zu der Insel. Vielleicht gibt es auch noch ein paar starke Monster. Sonst leveln wir ein bisschen auf See. Oh, nicht schon wieder die Algen hier. Zack. Jengis übernimmt mal vielleicht die. Mal mit Jessica. Ich habe so eine leichte Taktik immer, dass ich meistens immer gehen und sowas erst benutze, dann alles beschleunige vom ganzen Zauber her. Und dann sollte das ruckzuck weitergehen. Mega Stärkung. Dann geht das eigentlich an. Warum ziehen die denn alles schon wieder ab? Greift einfach meinen Tank an. Oder ihn. Dididin. Ja, du kriegst keine Heilung, mein Freund. Machen wir jetzt erstmal den. Gehen wir vielleicht hier noch drauf. Nee, machen wir. Mal gehen da drauf. Und hier kann dann eine Mittelheilung auf sich selber am besten machen. Weil der noch der Einzige ist, der momentan die neue Chance vergeben kann, um halt uns eventuell im Kampf wiederzubeleben. Schläft natürlich keiner von ein, geil. Trotzdem habe ich Mitleidung eingesetzt und wären wir schon tot gewesen. Ja, das war ja nix. Echo-Stoß, dann kriegen wir bestimmt den damit locker weg. Den vielleicht noch drauf. Kommt, dass er vielleicht. Na, ja, den ist schon mal weg, alles klar. Ist nicht wach gekommen? Ah, der sollte jetzt weg sein, genau. Das heißt, wir werden jetzt erstmal alle auf den hinteren sitzen. So, Kusan vielleicht und zack hier. Also viel Lebenspunkte haben die Dinger ja eh nicht. Und Schaden tun sie auch nicht so wirklich austeilen bei unseren starken Gegnern, beziehungsweise unseren starken Helden hier. Und jetzt können wir eigentlich so. Ja, natürlich kein Schaden und wacht natürlich auf. Ja, komm. Tschüss. Und mehr ist das. Mehr mache ich eigentlich die ganze Zeit nicht. Irgendwie leveln, 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 dass wir wirklich ein bisschen höher kommen. Ich das Geld auch, wie gesagt, beim letzten Mal dann noch zusammenbekommen. Transfer. Packen wir hier. Ach nee, warte mal, wir können.
Regenerieren packen. Die haben alle noch Arznei, aber das ist eigentlich so erstmal uninteressant. Heilung. Heilung. Heilung, bitteschön. Und dann erkunde ich meist immer so mit dem Schiff, was ich noch an Monstern hier zusammenkriege. Aber ich will ja eigentlich auf diese Insel hier. Können wir da irgendwie an Land? Oh geil, wir können hier an Land gehen. Das Schiff ist meilenweit unter dem Stein, aber ja. Anscheinend geht das hier. Da ist irgendwie so ein Dorf. Jetzt sehen wir gleich, wie stark die Monster hier sind, wenn wir hier mal in der Nähe bleiben. Gucken wir mal, ob wir was kriegen hier. Okay, Dampfdrosseln. Jetzt sehen wir, wie gesagt, gleich, wie stark die sind. Erstmal gehen und eventuell einen Schlummerfall auf den in der Mitte. Okay, kriegen auf jeden Fall schon mal Schaden. Oh, und sie machen gut Schaden auch. Das heißt, hier sind sie auch schon wieder zu stark eventuell. Wow, 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 wow. Das heißt, die Insel wird auch nicht unser Hauptziel sein. Und können aber, wie gesagt, gut einstecken. Dann gehen wir erst mit allen drauf und machen vielleicht einen Knack, ist immer ganz gut. Da reicht eine Heilung auf Jessica. Na, wie viel halten sie aus? Die verteilen aber gut. Muss man sagen. Okay, der ist schon mal down. Das heißt, die haben so, weiß nicht, was haben die jetzt? 100? Irgendwas mit 100 müssen die haben. Na, ziehen wir vielleicht noch hiervon ab. Boah, boah, boah. Ich weiß nicht, dass ich hier schon mal nicht trainiere. Ei, Karamba. Okay, fette Sache. Ja, können wir mal einen schnellen Angriff machen. Ihr seht aber, die Monster halt in der neuen Welt, beziehungsweise in den neuen Inseln, wo wir hingehen wollen, oder müssen irgendwann, doch verdammt stark sind. Aber mir ging es eigentlich jetzt nur um den Part hier, dass ich halt auf die Inseln gehe mit euch. Das ist nachher, nein, ich heiße ja, warum ist keine Folge davon da oder so. Deswegen machen wir das so, so teleportieren wieder nach. Warte mal, muss ich irgendwie heilen zur Not? Ja. Zumindest mich einmal eine Runde. Und dann nicht nach Neos wieder, sondern nach Trodain. Und dann gehe ich eigentlich meist da oben zur Kirche hin. Weil hier sind die Monster noch ganz okay. Muss ich halt ein Stück laufen, aber das ist halt. Das geht vom Kämpfen her. Eine Giftmund, okay. Machen wir erstmal die einzelne Platte. Da kriegen wir meist immer ganz gut alles weg. Machen wir einen Brutzel in der Mitte drauf. Ah, nee, stimmt nicht. Versuch die mal einzuschläfern. Und was auch ganz gut ist, gehen und wir war draufzusetzen. Dann haben wir immer Glück, dass auf jeden Fall irgendwas davon passiert bei irgendeinem Tierchen. Na, pennen wir wenigstens von drei, beziehungsweise von drei Dingern, kriegen dann halt schon mal zwei Schaden. So, dann machen wir halt den. Den. Guck mal, dass wir vorne ein bisschen verwirren. Und dann brauchen wir, was machen wir denn noch? Ne, oh, da drauf. Oh, schon tot. Ah, die greifen sich schon mal gegenseitig an. Der schläft weiter. Und wird getötet. Ne. Gucken wir, dass wir erst die hier vielleicht putt-putt kriegen. Obwohl, da können wir wieder hier das machen. Und ja, auf den Pendeln. Sollte nicht mehr allzu viel verwirrt Kraft an. Ja. Kann natürlich nichts machen dann in dem Moment. Bisschen Erfahrungspunkte. Wie gesagt, es ist ganz gut hier, dass ich hier Erfahrungspunkte sammle. Oder wir teleportieren uns doch nach Neos.
Und dann mache ich da halt mein Training weiter und dann beende ich auch erstmal diese Folge. So, hier kann man ja pennen. Weil die sind ja diese Gold-Golems. Den hier, irgendwo muss das ja sein. Da. Problem ist, man kann hier nicht speichern. Das wird noch irgendwann kommen, ja. 200, das ist eigentlich schon übertrieben, aber naja. Was will man machen? Jetzt können wir noch eine Sache einkaufen. Ja, komm, die gehen wir noch einkaufen. Müssen wir, glaube ich, hier um die Ecke und dann war das ja. Ja, genau hier. Können wir mal eine Sache noch einkaufen? Nein. Nein. Ja gut, die hat ja den Schild, der ist schon damit ausgerüstet. Das heißt, wir machen erstmal 3500. Machen wir hier weiter. Ja. Sortieren wir eben noch fix. Vielleicht kann irgendjemand anders noch das Ding anziehen. Transfer. Transfer. Guck mal, der könnte das auch noch anziehen. Das heißt, hier hätten wir auf jeden Fall schon mal was Passendes dazu. Auch Transfer gucken. Ja, müssen wir unten im Beutel einpacken und dann war es das auch schon wieder. Wie gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir ordentlich trainiert haben. Und bis dahin, euer Flash und LP. Und vergiss nicht, auf Twitter zu folgen. Tschüss.